Und damit hätte ich das Ganze schon mal vorgestellt. Wir kommen zum Schluss, ne? Was bringt Ihnen das jetzt? Ne? Was ist jetzt eigentlich der Wert dieses Programms? Und damit möchte ich dann eigentlich auch schon meine eigene Ausführung hier stoppen. Und ich denke mal, der Wert des Programms lässt sich am besten durch unsere eigenen Studierenden ausdrücken. Wir haben drei Studierende heute hier in dem Meeting mit dabei. Und das möchte ich jetzt gerne zum Anlass nehmen, auf diese Studierenden kurz überzumoderieren, dass diese vielleicht mal einen kleinen Einblick oder Statements aus ihrer Perspektive über das Studium Digital Business Engineering geben. Genau, dann fange ich am besten mal an. Mein Name ist Jan Schachpass. Es freut mich auch, ein paar bekannte Namen zu lesen, die heute dabei sind. Wie bin ich auf Digital Business Engineering aufmerksam geworden? Und zwar war es so, dass ich eine Kollegin hatte bei Daimler, die gerade auch das studiert hat. Damals ist es noch Service Computing. Und sie hat halt davon geschwärmt und gemeint, ja, das ist ein ganz guter Studiengang. Du kannst es vereinbaren mit dem Beruf. Und die ganzen Module finden blockweise statt und halt nicht immer einmal pro Woche oder immer die ganze Woche lang. Was finde ich gut an dem Studiengang Digital Business Engineering am HHZ? Erstens, ich wohne in Böblingen, also war es auch naheliegend, dass ich in Böblingen studieren kann. Ich wusste gar nicht, dass in Böblingen eine Hochschule ist. Zweitens finde ich es gut, wie sie sagt, ich bin auch beim Daimler arbeitstätig. Ich kann es komplett vereinbaren mit meinen Zeiten bei Daimler und ich kann auch immer hin und her laufen, weil mein Büro ist sozusagen nur ein paar Laufmeter entfernt von der Hochschule. Also ich bin auch abends dann vom Büro aus zur Hochschule gegangen und dort dann was gedruckt oder auch von der Hochschule dann zum Büro nochmal abends geswitcht. Was kann ich noch sagen? Ich habe es bereut, im Bachelorstudium kein Auslandssemester machen zu können. Wir können auch beim HHZ mit der Kooperation von der Hochschule Reutlingen ein Auslandssemester machen. Und das hat mich auf jeden Fall überzeugt und davon kann ich nur schwärmen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, viele Universitäten oder auch Hochschulen hatten wegen der Corona-Sache Delay. Die mussten warten bis zum 20.04., glaube ich, 20.05., genau. Und bei uns war es halt nicht so, wir konnten direkt starten, weil wir direkt mit Zoom angefangen haben, die Vorlesungen zu gestalten. Und somit hatten wir auch keine Verspätung und ich konnte eigentlich alles so genau planen, wie ich es auch davor geplant hatte. Genau, dann gebe ich es über an meine weiteren Kommilitonen. Okay, dann mache ich mal weiter. Mein Name ist Isabel Staden. Ich bin jetzt im zweiten Semester von DBE und ich studiere das auch berufsbegleitend. Also ich arbeite bei HPE und ich bin auch durch HPE auf das Studium aufmerksam geworden, weil ich damals schon meinen Bachelor dual gemacht habe. Und wir haben eigentlich jedes Jahr ein, zwei Studierende, die diesen Studiengang machen. Und so habe ich halt schon mehrere Berichtserfahrungen innerhalb meines Unternehmens bekommen. Wie an sich der Studiengang ist, wie der Studiengang mit dem Beruf und sogar auch speziell mit unserer Firma vereinbar ist. Und dann habe ich mich auch dazu entschieden, das zu machen. Bei mir ist es ein bisschen andersrum. Ich komme aus der technischen Ecke, also aus dem Engineering, und ich wollte für mich quasi nochmal das Digital Business, das Innovationsmanagement im Master vertiefen. Und ja, der größte Vorteil für mich ist einfach die Blockweise, da ich das so perfekt mit meinem Job vereinbaren kann. Und auch jetzt mit den Online-Vorlesungen passt das perfekt, weil ich trotzdem noch einen Tag quasi dann für meine Vorlesung habe und die anderen Tage dann im Homeoffice arbeite. Und was mir auch gut gefällt, ist, dass man auch am HHZ selbst mitarbeiten kann durch Projekte mit den Living Labs, dass man quasi hilft, das HHZ ein bisschen weiterzuentwickeln. Genau, und dann übergebe ich noch an Marc. Ja, hallo. Ich bin Marc Reitler. Ich habe Technische Informatik in Esslingen studiert und deshalb war für mich eher die Motivation, am HHZ zu studieren, eher das Wissen zu verbreitern, also nicht zu vertiefen in der IT-Richtung, sondern eher auch noch in die Richtung Wirtschaftsinformatik zu gehen, in die Themen Geschäftsmodelle zu entwickeln und zu analysieren. Was wir am HAZ dann gefällt, ist zum Beispiel auch, dass die starke Forschungsorientierung, was man, wenn man jetzt zum Beispiel von einer Fachhochschule kommt, ja vielleicht nicht so sehr kennt. Das heißt,
wir als Studierende sind dann auch oftmals daran beteiligt, dass man Paper schreibt und die Doktoranden am HAZ denen zuarbeitet in ihren Forschungsprojekten. Wir machen sehr viele Projektarbeiten in den Vorlesungen. Also die Vorlesungen sind nicht nur Frontalvorlesungen, sondern häufig auch haben die einen Workshop-Charakter, wenn man jetzt zum Beispiel an Entrepreneurship-Vorlesungen denkt. Dann sind teilweise Industrieexperten mit dabei. Das war zum Beispiel in der Vorlesung Artificial Intelligence, wo Leute von der IBM Teile der Vorlesung gehalten haben. Oder auch so Sachen wie Hackathons, dass man Inhalte vermittelt bekommt in Form von Hackathons und dadurch auch Projekte umsetzt. Das war zum Beispiel in dem Wahlfach Internet of Things der Fall. Ja, von der Vereinbarkeit mit Beruf finde ich halt auch gut, dass es immer ganze Tage sind. Das kann man dann auch dazu nutzen, dass man Bildungsurlaub dafür beantragt. Wer sich ein bisschen damit beschäftigt hat, da hat es ja strenge Voraussetzungen. Es müssen ganze Tage sein, dass man das überhaupt beantragen kann. Und das ist halt bei dem Studium auch sehr gut machbar. Ja, und das wäre es jetzt von meiner Seite.